So, Part 29. Nun, Martha, dieser Dämonenfürst ist tot. Geil. Geil. Wo seid denn ihr, Bimbos? In der Stadt. Ach so, seid auch in der Stadt? Wo ist jetzt der Lord? Ach, der ist an der Kiste. Der geistert irgendwo da rum. Der ist, der geistert, begeistert an der Kiste herum. Rittermark, Der ist aber besser als mein Gold, oder? Kraftbefehl. Also MC Holper ist schon zu viel, aber Haftbefehl, oh Gott. Ja. MC Dann spreche ich mal mit Lieutenant, okay? Ja, okay, ich spreche mal mit dem Lieutenant. Ein unglaublicher Sieg. Ich habe doch gewusst, dass Asmodan gegen jemanden wie euch keine Chance haben würde. Wo sind Adria, Lea und Tyrael? Sie sind alle in der Waffenkammer, wo sie zweifellos feiern. Ihr solltet euch zu ihnen gesellen. Okay, let's go. Warte. Egal, lassen wir ihn weg. Warum ist er Blut? Das ist die beste Party, die es gibt. Hallo. Oha, Ereignis. Triumphale Rückkehr. Was? Wer kehrt denn da zurück? Etwa der Zillort. Ja, zu mir hat der Krieg da noch. Nein, sie hat den kriechenden Typen getötet. Wollte ich doch tun. Leoriks ältester Sohn bezwang diese Macht und versuchte, sie in sich selbst zu binden. Der dunkle Wanderer. Es war Diablo, den ich in seinem Inneren sah. Und ich gelobte, ihm zu dienen. Nun endlich ist sein großes Ziel zum Greifen nah. Liebe Lea. Deckard hat es immer vermutet. Dein wahrer Vater war Diablo persönlich. Und nun, meine Tochter, wirst du ihm als sein Gefäß dienen. Ich lebe. Aber ich bin mehr, als ich einst war. Die sieben Übel sind nun eins in mir. Ich bin das oberste Übel. Oha, ich bin Super Saiyan 6. Gemacht, meine getreue Adria. Geh jetzt, bis ich erneut nach dir verlange. Und nun zu meinem wahren Ziel. Das eine, das sich mir immer entzogen hat. Die vollständige Zerstörung. Der hohen Himmel. Plot Twist. Dann muss noch durch, Mann. Kartoffelkönig? Ja. Ach, der Ende, den 29. Ja, gleich der Ende. Ich bin schon am Film gucken, also pssst. Psst. Selbst inmitten des Himmels können Engel Angst spüren.
Egal, welche Form du annimmst, zeige dein wahres Gesicht. Diablo. Oh nein, er verliert Licht! Holt uns Sunny! Adria hat uns gänzlich verraten. Akt 4. Und Leas Seele ist verloren. Durch sie wurde Diablo als das oberste Übel neugeboren. Die Gewaltemacht der Hölle steht unter seinem Befehl. Die hohen Himmel erzittern und die Engel stehen Diablos Ansturm hilflos gegenüber. Nur ich bleibe, um alles zu richten. Und die Welt für immer von Diablos Bösem zu befreien. Wow. Diablo macht immer so Catwalks so auf dieses Tor zu. Also ich finde, der Diablo ist mehr so Freezer 3.0. Nein, der Moment erinnert mich wieder so an Nappa. Was? Du hast mir Kratze gemacht. Dafür töte ich dich jetzt. Doch baut einfach mal so Imperius mit dem Mittelfinger. Aber sowas kann ich auch machen. Ich kann auch gegen Türen schreien und dann brechen sie einfach zusammen. Und ihr, Nephalem, werft einen Blick auf das, was euresgleichen angerichtet hat. Natürlich gelootet. Und sie erstmal schuld. Das Diamanttor gab es schon, seit das erste Licht die hohen Himmel berührte. Asgard, Linie Luther. Imperius hat recht. Ich bin der Grund dafür. Das ist Diablos Werk. Ihr habt getan, was ihr konntet, um diese Zerstörung zu verhindern. Vor langer Zeit stimmten meine Brüder und ich über das Schicksal. Oh, der Lord von Gürtel für dich. Meine Stimme gab den Ausschlag. Da hab ich da hingelegt, den hat Foxy aufgehoben und Foxy wieder hingelegt. Also. Kannst verkaufen. Ja. Ich hab 4 Millionen. Tyrael, ihr habt an uns geglaubt. Ihr seid zu einem von uns geworden. Nun müsst ihr als Sterblicher leben und eure Furcht gegen Hoffnung tauschen. Der Zillot hat immer so weise Worte. Mitleid, wenn ihr wollt. Ich bin aus der Barbarian. Ihr versteht das nicht. Hoffnung wurde zum Schweigen gebracht. Oh, Trickboss, was? Ey, warte, das ist aber neu. Was? Seit wann habe ich denn unten da ein... Ha.
Ja, ein Zubehörmenü ist das neu. Unten rechts, kleine Spiegel. Keine Ahnung, ich sehe gerade keinen Spiegel. Ich fürchte euch nicht, Nephalem. Ihr werdet nichts als den Tod in diesem ewigen Leib finden. Der sieht doch voll aus wie so ein Hund. Und so denken. Kommt so ein Hund hergesprungen, greift dich so an. Dann glaubst du, brauchen wir dafür eine halbe Stunde so? Ja, aber, nach den 8 machen wir mal eine Pause kurz. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt die 5 machen sollten. Warum? Oh, ja. Haben wir 2 Akte gemacht? Ja, dann sind wir doch komplett durch, oder? Aber der 5. ist der längste. Also der zweitlängste, wenn dann. Wir haben noch 10 Uhr. Der leckt so sehr bei mir. Wer leckt so sehr bei dir? Der 5. Akt. Echt? Ja. Na, bei mir leckt immer alles. Teilweise. Alles. Mit Aufnahme, also. Das ist mal geht's, wirklich richtige krasse. Mal geht's, mal nicht, also. Egal. Außer bei dir leckt der ganze Part, also. Oha! Ja, Diablos E-Oberskiller schreit gegen so ein Tor und das Tor bricht zusammen. Sowas kann ich aber auch. Ich hab ein Déjà-vu. Guck mal, das Flügel. Wie geht's denn hier weiter? Achso, der redet gar nicht bei mir. Dann werde ich meine Bestimmung in Diablos Blut niederschreiben. Ihr könnt entweder zusehen, wie die gesamte Schöpfung in Flammen aufgeht, oder mir helfen. Vielleicht lässt sich das Schicksal ändern. Beeilen wir uns, Auriel, Erzengel der Hoffnung, ist von Rakanoff, dem Herrn der Verzweiflung, entführt worden. Ich werde sie finden und den Himmeln die Hoffnung zurückgeben. Oh, der Zillot, der macht das schon. Ein bisschen Speedrun jetzt. Oh, ein Unterdrücker. Ein Unterdrücker. Viele Krieger gesehen. Doch nur eine Handvoll von ihnen durfte es wagen, sich der Macht eines Unterdrückers zu stemmen. Dieses Monster ragt hoch über den größten Rasenpaar und führt Waffen aus Wellen geschmiedetem Stahl. Aua. Sie wurden zuletzt an der Seite seiner Wiederaufstellung gesichtet. Ihr Schweine, rennt einfach weiter. Sie ließen nichts als Tod und Verwüstung. Die Penisköpfe, hauen einfach ab. Und sagen nichts mehr. Konzentration. Hauptsächlich um widerspenstige Kinder vor Angst in ihre Betten zu treiben. In Fabel behauptet, dass die Kriecher Dämonenbrut sind, welche zu früh schlüpfte. Die Kreaturen ähneln am ehesten einer blutigen, gefräßigen Masse und besitzen einen unersättlichen Appetit auf Menschenfleisch. Ich bin jetzt noch besser. Also die Himmel sehen so aber auch schon cool aus, muss ich sagen. Wenn du so runter guckst. Der teilt sich einfach 4. Egal, weiter geht's. Ho. Ho, ho, ho. Warum riecht es hier bei mir jetzt nach,
Die räucherten. Die räuchern gerade einen Wallner. Oder der Wallner räuchert gerade was. Ach so. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich steht er für sein Zimmer in Flammen. Duftet denn hier so gut? Hm? Hm? Oh, das ist ja Wallner. So halb durchgebrannt. Also, so halb durchgebraten steht er so da. Oh, da hat er was ins Zimmer geschrieben, sehe ich gerade. Zwei Bildschirme sind klar, ne? Ich hab Skype auf, Skype sag ich schon. Cool. Geschrieben. Er hat geschrieben, na sowas. Ich kann ihn aber nicht zurückschreiben, sonst bricht meine Aufnahme ab. Warum muss ich jetzt sowas tun, oder was? Hm. Boah, das ist der beste Bosskampf, den ich je gesehen habe. Legendäre Gegenstände. Der beste Bosskampf, den ich jemals gesehen habe. Ich hab legendäres Gold übrig. Alter! Scheiße OP sind die Gegenstände, die ich bekomme. Ohne Alter. Ohne Sinn. Nein, ohne Sockel. Macht ja schon mehr Sinn. Schaden als mit Sockel, die andere Waffe. Einfach ohne Sinn bei dir.